Haben Sie in letzter Zeit bemerkt, dass Ihre Augen etwas nachlassen? Stört das Blenden zum Beispiel entgegenkommende Autos oder fühlen die Augen sich eher müde und schlapp an? Eventuell spüren Sie da schon die ersten Folgen, man muss es so sagen, des Alterns. Denn die Augen können genauso wie andere Teile am Körper, genauso wie Knochen altern. Nur, dass wir es bei den Augen häufig schneller wahrnehmen, denn ein Leben ohne Sehen ist für viele natürlich unvorstellbar. Und trotzdem ranken sich um unsere Augen auch noch viele Mythen, denn beispielsweise, wie wir zu unserer Augenfarbe kommen, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Was mittlerweile klar ist, Frauen können Farben einfach besser wahrnehmen. Aber trotzdem sind natürlich auch die Augen von uns Männern hochkomplexe Werkzeuge, ohne die wir natürlich absolut aufgeschmissen wären. Wer den Versuch einmal wagen möchte, kann ja mal probieren, sich ein Glas Wasser mit geschlossenen Augen einzugießen. Die Augen, unsere Augen sind wohl unsere komplexesten Sinnesorgane. Und dabei passiert, das ist ja interessant, das eigentliche Sehen noch nicht mal im Auge, sondern erst im Gehirn. Grundlagen, so ein paar Basics über unser Auge sollte jeder wissen und schadet niemandem, auch wer kein Arzt ist. Und deswegen habe ich jetzt für dieses Video einmal die interessantesten Fakten zusammengesucht und werde auch versuchen, Ihnen zu zeigen, dass das Sehen ein ganzer Haufen Arbeit für unseren Körper ist. Dass es gar nicht so leicht ist, dass wir sehen können, dass wir unterscheiden können, die Farbe, die Form etc. Und werde auch zeigen, wieso die meisten von uns im Alter nicht um eine Brille zum Beispiel herumkommen werden. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel und mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über Symptome, Krankheitsbilder, auch aktuelle Gesundheitsthemen. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Das menschliche Auge ist ein etwa 7 Gramm schweres, 2,5 cm großes technisches Meisterwerk. Insgesamt arbeiten 6 Muskeln fast ohne Pause daran, alle Bewegungen scharf zu stellen und noch die kleinsten Details letztlich wahrzunehmen. Insgesamt fokussiert sich unser Auge pro Sekunde auf bis zu 50 unterschiedliche Objekte, die dann im Gehirn verarbeitet werden. Im Auge selbst sind ca. 6 bis 7 Millionen Zapfen und damit beschäftigt, Farben zu unterscheiden. Und das scheint, gehe ich auch gleich darauf ein, Frauen besser zu gelingen als Männern. Frauen sehen mehr Farben, Männer dafür mehr Details. Das ist natürlich schon provokativ, Männer sehen mehr Details, aber ich erkläre jetzt warum. Lange Zeit war es in vielen Haushalten ein Rätsel, warum Männer unterschiedliche Farbtöne nicht voneinander unterscheiden konnten. Während Männer nur 3 verschiedene Zapfentypen im Auge haben, sind es bei Frauen 4. Doch Studien konnten nicht nachweisen, dass alleine dieser 4. Zapfen die Farbwahrnehmung so verbessert. Bei der überwiegenden Mehrheit der Frauen scheint dieser Zapfen nämlich gar nicht genutzt zu werden. Trotzdem aber sehen Frauen Farben besser. Insgesamt sogar bis zu 10 Millionen verschiedene Abstufungen kann man sozusagen erkennen, kann man unterscheiden. Für uns Männer bleibt immerhin der Trost, dass wir Bewegungen, Kontraste und Räumliches besser wahrnehmen können. Zumindest bei den Männern vermuten Forscher, dass es ihnen evolutionäre Vorteile verschafft hat. Dass es sie also mit der Zeit so tatsächlich entwickelt hat und das begründet die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Die Gründe hinter der besseren Farbwahrnehmung der Frauen bleibt allerdings weiterhin ein Rätsel. Der zusätzliche Zapfen, um nochmal auf den zurückzukommen, ist angeblich auch der Grund dafür, dass Männer wesentlich häufiger farbenblind sind. Wobei farbenblind eigentlich nicht der richtige Ausdruck ist, aber man sagt ja immer so farbenblind, aber eigentlich handelt es sich dabei um eine Rot-Grün-Sehschwäche. Während nur ungefähr 1% der Frauen betroffen sind, trifft es bei uns Männern ungefähr 10%. 10% von uns Männern haben so eine Rot-Grün-Schwäche. Eine echte Farbenblindheit, die ist allerdings sehr, sehr selten. Das nützt uns nachts allerdings alles gar nichts, denn wenn nicht genug Licht vorhanden ist, tappen die Zapfen wortwörtlich im Dunkeln und zwar egal, ob wir jetzt eine Frau sind oder ein Mann. Damit uns aber auch im Dunkeln ja ein Licht aufgeht, befinden sich auf unserer Netzhaut ca. 100 bis 120 Millionen Stäbchen, die jeden noch so kleinen Lichtimpuls aufnehmen und dann an unser Gehirn weiterleiten. Und das funktioniert natürlich so gut, dass wir auch in dunkelster Nacht auf ca. 2,5 Kilometer Entfernung eine Kerze flackern sehen und auch 500 Grauschattierungen können wir noch unterscheiden. Dafür benötigt unser Auge allerdings eine Gewöhnungszeit. Das hat man vielleicht auch schon mal gemerkt, wenn es hell ist und auf einmal geht das Licht aus. Im ersten Moment sieht man nichts. Das Auge muss sich sozusagen ein bisschen dran gewöhnen.
bis auch wirklich dann jedes noch so kleine Detail in der Dunkelheit wahrgenommen werden kann. Das dauert ein bisschen. Und das ist übrigens nämlich der Grund, warum Seeleute oft Augenklappen getragen haben. Unter Deck eines Schiffes war es damals nämlich sehr dunkel, feucht, natürlich auch rutschig. Und um Unfälle zu vermeiden, unterschieden die Seeleute deswegen häufig zwischen dem Auge für Helligkeit und dem Auge für unter Deck, das durch die Augenklappe ständig an die Dunkelheit gewohnt war. Lernen ohne unsere Augen ist fast unmöglich. Und das ist clever, denn über unsere Augen nehmen wir 80% aller Informationen auf. Deswegen ist es gut, diese Videos hier auch anzuschauen. Deswegen zeige ich auch immer mal Texte mit rein. Über die Augen nehmen wir auf, über die Augen lernen wir. Das ist besonders in der Schulzeit natürlich wichtig, denn dort werden neue Informationen auch noch häufiger für die Augen präsentiert. Wenn Sie jetzt also Kinder in der Schule haben, sollten Sie darauf achten, dass mit den Augen natürlich alles okay ist. Das ist ganz, ganz wichtig zum Lernen. Sehschwächen fallen in der Kindheit selten auf, können Ihr Kind aber bereits dort am Lernerfolg behindern. Und auch das ist ganz gut nachgewiesen, wie das die Kinder einschränkt. Kinder mit Sehschwäche haben in der Regel ein niedrigeres Lerntempo und ermüden schneller, bekommen Kopfschmerzen etc. Dass dabei dann natürlich schlechtere Noten rauskommen, liegt irgendwie auf der Hand und wäre ganz leicht vermeidbar. Also vielleicht liegt es gar nicht am Krebs Ihres Kindes, sondern vielleicht an den Augen. Das Besondere an Kinderaugen. Wo wir gerade einmal bei Kindern und auch unscharfen Sehen ja sind, passt dieser Fakt einmal ganz gut. Wussten Sie, dass Neugeborene in den ersten 4 Monaten nach der Geburt nur verschwommen sehen, bis sich die Augen entwickelt haben? Also sie starten so mit einer Sehschärfe von etwa 10% ins Leben. Und das können wir uns an dieser Stelle etwa so vorstellen. Trotzdem erkennen sie ihre Bezugsperson natürlich und suchen immer wieder auch den Blick in die Augen. Lange hielt sich der Mythos ja, dass Augen einer der wenigen Körperteile sind, die nicht wachsen. Stimmt aber nicht. Durch die Größe der Augen zum restlichen Körper nehmen wir Säuglinge dann angeblich als besonders schutzbedürftig und auch als süß wahr. Mittlerweile weiß man aber, dass die Augen auch ganz normal mitwachsen. Im Laufe des Lebens um ca. 30%. Im Laufe dieses Prozesses des Wachsens entwickelt sich auch die Augenfarbe, denn die kann bei Säuglingen noch wechseln, haben viele bestimmt schon einmal gemerkt. Gerade am Anfang haben die Babys ja blaue Augen und später dann haben wir eine ganz andere Augenfarbe. Da sich die Iris noch mitentwickelt und die strahlend blauen Augen von Babys dann dunkler werden, das ist das nämlich dann, was passiert. Und innerhalb der ersten Jahre können also immer noch Änderungen auftreten. Unterschiedliche Augenfarben. Und dabei ist es sogar möglich, dass innerhalb unseres Auges mehrere Farben entstehen. Aber genauso gut können die beiden Augen auch 2 vollkommen unterschiedliche Farben annehmen, grünes und ein blaues zum Beispiel. Dieses Phänomen nennt man Heterochromie und häufig sind Entzündungen der Iris der Auslöser für die Farbveränderung. Obwohl dabei in der Regel aber keine Beeinträchtigung des Sehvermögens auftritt, sollten Sie eine plötzliche Veränderung der Farbe Ihrer Iris vom Augenarzt einmal abchecken lassen. Insgesamt, das ist interessant, sind braune Augen übrigens am häufigsten. Bei über 90% aller Menschen dunkeln die Augen so nach, dass sie braun aussehen. Die Augenfarbe wird in der Regel vererbt. Wie genau das funktioniert, ist Wissenschaftlern allerdings nach wie vor, zumindest teilweise, auch noch ein Rätsel und sorgt immer wieder auch für unerwartete Farbkombinationen, wenn man vielleicht sieht, oh, die Eltern haben ganz andere Augen, beim Kind kommt dann eine andere Farbe raus. Die schwarze Farbe der Pupille ist übrigens eigentlich gar keine Farbe. Im Prinzip schauen wir nämlich nicht auf eine Fläche, sondern in das Auge hinein. Im Zentrum der Iris liegt eine Linse und dahinter der Glaskörper des Auges. Darin ist es allerdings dunkel und deswegen wirkt die Pupille schwarz. Das ist übrigens auch der Grund für rote Augen auf manchen Fotos. Der Blitz erhellt nämlich das Augeninnere und das Licht wird rot zurückgestrahlt. Bei schwachen Lichtverhältnissen öffnet sie sich, um mehr Licht hineinzulassen, das dann hinten auf der Netzhaut auftritt. Von dort aus gelangt es über den Sehnerv mit etwa 1 Million Nervenfasern ins Gehirn und dort wird es dann zu dem Bild umgebaut, das wir dann wahrnehmen. Dazu arbeiten ca. 30 Stellen im Gehirn zusammen und eine der Aufgaben ist es, das Bild erst einmal umzudrehen. Dadurch, dass die Linse in unserer Pupille gewölbt ist, können alle Bilder nämlich auf dem Kopf am Sehnerv an. Und dann einmal zu den Krankheiten. Mit zunehmendem Alter bekommen viele von uns eine Altersweitsichtigkeit. Wir können dann nahe Gegenstände oder Text in der Zeitung nicht mehr gut sehen. Das liegt daran, dass die Linse im Auge nicht mehr so flexibel ist.
dass wir zunehmend schlechter sehen, kann aber auch mit einer Makuladegeneration zusammenhängen. Denn der wichtige Teil des Auges, der die Information aufnimmt, der erschöpft sich im Laufe des Lebens. Zusätzlich drohen uns im Alter auch noch einige andere Abnutzungserscheinungen. So wie wir Abnutzungserscheinungen an den Gelenken zum Beispiel haben, so kann man auch sagen Abnutzungserscheinungen des Auges. Wir produzieren zum Beispiel weniger Tränenflüssigkeit. Also kann es dazu kommen, dass unsere Augen austrocknen. Bei einigen verändert sich unsere Bindehaut. Auch manchmal wird sie dünner. Andere berichten von einem bläulichen Farbstich zum Beispiel, der durch die zunehmende Transparenz der Bindehaut ausgelöst wird. Das Risiko für Katarakte, also Trübungen der Augenlinse oder auch eine Ablösung der Netzhaut, so eine Netzhautablösung, das steigt ebenfalls im Alter. Und gerade diese Katarakt-OPs, die sind ja ganz typisch, dass man die mit höherem Alter bekommt. Man kann letztlich sagen, wenn man nur alt genug wird, erblinden letztlich alle mit diesem Katarakt oder man macht so eine Katarakt-OP. Ein weiteres Problem des Alterns hat nicht direkt mit dem Auge zu tun, erschwert das Sehen aber trotzdem. Im Alter werden die Muskeln, die um das Auge herum liegen, schwächer. Und dadurch reagieren wir einfach träger auf Veränderungen, werden schnell geblendet zum Beispiel und haben auch Probleme oder größere Probleme beim Wechseln zwischen hellen und dunklen Räumen. Und ganz wichtig, dann, wenn wir sozusagen Augenprobleme haben, wenn wir eine Augenoperation haben, wenn wir zum Augenarzt gehen, dann merken wir oftmals erst einmal, wie wichtig unsere Augen sind. Und ich kann Ihnen sagen, dass man gerade vor Augen-OPs sehr, sehr große Angst hat, weil viele von uns logischerweise Angst davor haben, zu erblinden. Die Jahre davor, wenn man sozusagen normal lebt, nimmt man die Augen als selbstverständlich wahr. Wenn Ihnen das Video jetzt gefallen hat, dann gerne geben Sie dem Video einen Daumen nach oben. Gerne abonnieren Sie meinen Kanal für ähnliche Videos, ähnliche Beiträge und für Kommentare und Meinungen hierzu schreiben Sie gerne einmal direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.